Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würde ich Ihnen gerne etwas mehr zur TWS-Plattform von Interactive Broker sagen oder besser gesagt die fünf Vorteile von meiner Seite oder nach meiner Meinung nach, was ich recht gut finde gegenüber anderen Plattformen von der Lösung her. Und dazu gehen wir gleich mal direkt in die TWS-Plattform rein. Für mich als Optionshändler ist natürlich einer der wesentlichen Vorteile, mal ganz abgesehen davon, dass Sie jetzt alle Märkte handeln können, oder sehr, sehr viele Märkte weltweit, dass Sie sehr gute Konditionen, was die Gebühren anbelangt haben, ist einer der wesentlichen Vorteile das Tool Option Trader. Das heißt, unter neuen Fenster und Option Trader können Sie dies direkt öffnen. Schauen Sie jetzt einmal rein. Nehmen wir einen anderen Wert hier, zum Beispiel Beyond Meat. Und wenn wir jetzt hier einmal hergehen und sagen, wir wollen irgendeine Strategie eröffnen, sei es einen Credit Put oder sei es einen Kalender Call, dann können Sie das direkt mit einem einfachen Klick in die jeweiligen Einzellegs tun. Sie sehen direkt hier, er hat sofort gefunden, dass es ein Credit Put Spread ist. Wir sehen hier den jeweiligen Preis. Wir können das auch zu unseren Kursnotierungsanzeigen mit hinzufügen als komplette Kombination. Also das macht einige Dinge recht einfach, gerade eben wenn man jetzt hier nicht nur einfache Put und Calls handelt, sondern wirklich Kombinationen. Und ich glaube, viele Optionshändler sind genau in diesem Bereich tätig, sodass das schon einen Mehrwert meines Erachtens darstellt. Machen wir ein Beispiel für einen längerfristigen, wo haben wir jetzt den aktuellen Kurs 135. Für vielleicht einen längerfristigen Straddle. Dann sehen Sie auch hier, er erkennt direkt, das ist eine Straddle-Order. Hier haben wir den Preis. Und wenn ich mir nicht sicher bin oder es im Kopf halt nur schwer berechnen kann, kann ich mir auch hier das Chance-Risikoprofil dazu anschauen. Das möchte ich Ihnen auch einmal zeigen. Dann sieht man nicht genau, ja, okay, das muss hier noch mindestens, sage ich mal, in Richtung 100, 809 Dollar laufen nach unten oder nach oben, dann hier 161. Also so hat man auch eine gute Übersicht im Performance-Graph, ab wann man profitabel wird, sieht auch ungefähr die erwartenden Gewinn- und Verlusterzielungen, je nachdem, wie sich die Aktie jetzt verändert, ob sie 10% zulegt. Also da finde ich wirklich die Lösung im Option Trader für Optionshändler relativ gut gelöst, und damit kann man auch für komplexere Strategien sehr gut damit arbeiten. Also schauen Sie sich dieses Tool einmal an, sofern Sie jetzt hier im Optionsbereich tätig sind. Eine weitere Funktion, die auch ganz gut gelöst ist, sind die ganzen Bibliotheken, die Sie am Anfang nutzen können. Das heißt, wenn Sie hier auf Datei klicken und dann Layout, Bibliothek öffnen gehen, haben Sie sehr, sehr viele verschiedene Templates, die man schon nutzen kann. Und je nachdem, welche Asset-Klassen Sie handeln, ob das jetzt hier einmal Forex ist oder ob Sie jetzt eher im Bereich von Futures unterwegs sind. Sie sehen das auf der linken Seite ganz gut geordnet. Wir können einmal als Beispiel, da wir ja gerade schon bei Optionen waren, mal das Optionslayout reinschauen oder die Optionsbibliothek, wo wir hier auch direkt die Option Chains sehen, sowie einige andere Funktionalitäten, die Sie hier noch mit verfügbar haben. Wenn Sie das Ganze dann anpassen wollen, ist es auch relativ zügig gemacht. Was mir hier vielleicht noch fehlt, ist irgendwo ein Chartfenster, was man noch mit einfügen kann. Also auch die Templates sind für Sie dann im Prinzip noch einfach anpassbar. Man kann das dann unter einem anderen Namen noch speichern, sodass Sie gerade für den Beginn hier gute Templates haben, die Sie für sich selbst konfigurieren können. Also daher die Funktionalität und die Verfügbarkeit der verschiedenen Templates auch für mich ein wirklich positives Merkmal der TWS, womit man gerade für den Beginn recht gut arbeiten kann. Dann haben wir das Tool des Chart Tradings. Wenn wir jetzt hier mal für das Währungspaar US-Dollar, japanische Yen eine Order aufgeben wollen, kann ich hier als Beispiel auch einfach mit der rechten Maustaste reinklicken, sage Verkauf und möchte vielleicht hier ein bisschen teurer verkaufen, klicke direkt rein.
Dann ist die Ore erstmal gesetzt, aber noch nicht übermittelt. Sieht man hier. Sie können es jetzt hier direkt mit übermitteln, auch außerhalb des Charts übermitteln oder halt über dieses T, was Transmit Order bedeutet, die Limit Order direkt an den Markt übermitteln. Kann sie dann relativ einfach hier mit einem Mausklick wieder verschieben. Also, das ist recht gut gelöst und recht einfach von der Anwendung. Und erleichtert sicherlich ja, Chartanalysten oder welche, die jetzt wirklich mit Chart dann auch ihre Orders platzieren wollen, das Trading ungemein. Damit haben wir schon die dritte Eigenschaft, die ich von Vorteil finde für die TWS-Plattform. Das vierte ist hier die Alarmfunktion. Jetzt werden viele sagen, Alarmfunktion habe ich ja eigentlich überall heutzutage mit drin. Das ist sicherlich richtig, aber wir können auch den Alarm, was ich eine sehr gute Lösung finde, einen beliebigen Namen, 1, 2, 3, Test, können den Alarm auch direkt mit einer Order verknüpfen. Vielleicht legen wir erstmal so einen Alarm anhand eines Kurses an. Wir nehmen mal den gerade eben gesehenen Wert Beyond Meat. Sage jetzt mal, wenn der über 136 geht und dazu nehmen wir noch das Volumen, natürlich für den gleichen Wert, dann kann ich hier direkt eine Order aufsetzen. Sagen wir jetzt mal, das Tagesvolumen sollte irgendwie über 3 Millionen sein. Dann kann ich eine Order hinzufügen. Muss natürlich nicht für Beyond Meat sein, kann auch für jede andere Aktie sein. Macht natürlich Sinn, wenn ich das Ganze hier auch für den Wert kreiere, für den ich die Bedingungen im Vorfeld angelegt habe. So, dann gehen wir auf Aktivieren, Überschreiben und Übermitteln und sehen, dass unsere Order jetzt direkt aktiv ist. Wir können das im Nachhinein auch jederzeit ändern. Sie sehen es. Auch hier auf der rechten Seite, man kann es hier ganz gut durch die Uhr sehen, dass da auch Bedingungen hinterlegt sind. Oder besser gesagt, durch die Alarmglocke sehen Sie, dass dieses ein Teil eines Alarms ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, das Trading ein bisschen effizienter zu gestalten. Wenn Sie sich am Abend jetzt Charts anschauen und sagen, okay, wenn jetzt morgen BASF oder welcher Wert auch immer ein gewisses Niveau erreicht, da ein Volumen da ist, dann möchte ich die Aktie kaufen, weil ich weiß, dass ich nicht die ganze Zeit am PC sein kann oder auch nicht in der App das ganze Zeit beobachten möchte, ist es, glaube ich, eine sehr sinnvolle und einfache Lösung, das mit einem Alarm und einer verknüpften Order zu machen, was über die TWS relativ einfach erstellbar ist und natürlich dann auch im Nachhinein sehr, sehr einfach wieder veränderbar oder konfigurierbar. Also das Chart Trading, Entschuldigung, die Alarmfunktion, eine weitere wichtige Funktion nach dem Chart Trading, dass Sie nicht nur ganz banale Alarme kreieren können, sondern auch direkt Ihre Orders an die Alarme mit anhängen können. Und das wirklich gut gelöst hier in der TWS. Und das letzte Merkmal, was ich auch recht häufig nutze und auch eine gute Möglichkeit hier bietet, ist die. Wo haben wir es? Die Funktion des Scanners und zwar auch hier auf neues Fenster. Dann haben Sie einmal Scanner, Mosaik und erweiterter Marktscanner. Erweiterter Marktscanner haben Sie auch verschiedene andere Werte hier mit drin, wie Kanada, Europa, was sich nochmal aufgliedert hier in die einzelnen Länder. Also sehen Sie, das ist jetzt nicht nur wirklich auf die großen Märkte, sondern wir können hier sogar den Schweizer oder den tschechischen Markt mitscannen. Also alle Märkte, die im Prinzip IB anbietet, was ja einer der wesentlichen Vorteile ist, die wir heute gar nicht besprechen wollen, sondern dass wir auch auf diesen Werten scannen können. Und da kann ich jetzt über den entweder erweiterten Scan gehen, wie gerade eben gesehen, oder im einfachen Mosaik Market Scanner. Finden Sie viele vordefinierte Werte, wo wir jetzt sagen können, wir wollen jetzt nur mal die Dividendentitel hier uns mit darstellen lassen, können diese natürlich dann auch noch einmal entsprechend anpassen, wenn uns jetzt hier im Dividendenbereich nur gewisse Werte interessieren.
Machen wir einmal das Beispiel, sage von 0,02 bis 0,05. Sie können sich das dann später als Excel mit exportieren lassen, dass Sie dann auch mit den Werten vielleicht noch weiterarbeiten oder es ein anderes Programm mit integrieren. Also das ist auch meines Erachtens sehr userfreundlich gelöst, einfach zu verwenden. Es sind vielleicht jetzt nicht die großen Advanced-Scanning-Möglichkeiten hier gegeben, aber dass Sie das auf allen Märkten, die verfügbar sind, durchführen können und dann auch wirklich schon viele verschiedene Templates haben, macht es auch für Buy-and-Hold-Strategien, glaube ich, sehr interessant, wo man schon so ein Aktien- oder Asset-Universum erstellen kann, auf dem man dann später vielleicht dann auch die ersten Trades generieren möchte. Also von daher, da unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Falls Sie noch keine TWS-Plattform besitzen oder vielleicht einfach mal hier das Ganze testen wollen, gehen Sie gerne auf unsere Webseite. Sie können hier direkt einen kostenlosen Demo-Zugang bestellen. Und wenn Sie auch keins unserer weiteren Videos verpassen wollen, dann subscriben Sie bitte zu unserem YouTube-Channel. Wir würden uns freuen, dass Sie auch die nächsten Videos hiermit verfolgen können. Und bei Fragen wenden Sie sich gern direkt an uns über die Kontaktmöglichkeiten, die Ihnen die Webseite bietet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.